Hallo Leute, recht herzlich willkommen am Kanal As Reiter. Wir sind in Folge Nummer 65 von Oxygen Not Included. Wir haben letztes Mal hier geguckt. Dieser Pufflet hier, der ist am Verhungern und wahrscheinlich die anderen auch, denke ich mal. Und da wollen wir uns in dieser Folge drum kümmern. Und auch der dritte wird, ne, der dritte ist tatsächlich nur mürrisch, aber die anderen beiden verhungern. Müssen wir gucken, dass wir hier schlechte Luft hinkriegen, das ist wichtig. Und dann müssen wir noch weiter gucken, ne, wir haben noch gewisse andere Dinge hier. Unten muss ja der CO2 runter, ne, und so, und da haben wir noch genug Aufgaben. Ich würde sagen, das machen wir alles nach dem Intro. Bis gleich. So, da wollen wir noch mal gucken, ne? Also, wir hatten jetzt hier geschaut und hier war jetzt, da oben ist noch eine große Sauerei, die sollten wir vielleicht auch mal gerade beheben. Keine Ahnung, warum die hier ist. Wahrscheinlich, weil das Waschbecken hier verstopft ist oder so. Keine Ahnung. Aber nee, das ist hier sowieso eins mit Hand. Naja, auf jeden Fall muss das aufgewischt werden. Hier müssen wir jetzt mal gucken. Das Wasser wollen wir auch noch loswerden. Aber da würde ich jetzt tatsächlich hier unten noch ein bisschen graben. Nur das hier so runterkriegen, irgendwie in diese Richtung da, oder? So müsste das doch immer klappen, oder? Wenn die da buddeln, dann müssten die das da alles wegbuddeln können, ne? Ja, ich denke schon. Hier ist noch so ein Teil neu. Warum ist da kein Strom? Warum ist das kaputt? Überladung. Wie lange geht das doch alles kaputt? Wie sieht es hier mit dem Strom aus? Hier haben wir gar kein Dingens drin, ne? Diese Leistung ist viel zu hoch für die Leitung dann. Was haben wir denn jetzt hier für eine Stromleitung gebaut? Dann passt das ja nicht. Ich glaube, das hat der Mordrak auch geschrieben, ne? Das ist das normale Kabel und das ist das Starkstromkabel. Und hier ist das auf jeden Fall gelegt. Aber nee, oder? Hier fehlt es ja noch. Kann man das nicht bauen, oder? Okay, da wird ein Schuh raus, ne? Wenn man dann bis dahin erstmal das fertig kriegt. Hier ist irgendwie Starkstromkabel bauen. Muss auf einen freien Platz gebaut werden. Aha. Warte mal. Leiterkabel? Ich glaube, ich habe das Falsche gebaut dann hier, oder? Ich glaube, das ist schon zu dick hier, ne, oder? Maximal 2 kW, okay. Deswegen geht das nicht. Das geht nur in der Luft. Und dann kann man das nur daneben bauen. Warte mal, dann will ich das nicht bauen. Mach mal abbrechen schnell. Das ist doof, das will ich nicht. Das gefällt mir nicht. Weg, alles weg. Und diese da, das ist auch schon doof, dass wir das so gemacht haben. Okay, das geht alles hier kaputt, auch da, weil hier einfach zu viel Saft durchfließt dann, oder wie? Diese Pumpe müssen wir anders anschließen, so sieht's aus. Und zwar, hier ist auch überlastet, oder? Wie sehe ich das? Aktuelle Last 500 Watt von 1000. Null von, warte mal, dann machen wir das doch anders hier. Zerleg mal das. Und, nee, Strom brauchen wir. Dieses einfache Kabel da einfach so runter. Dann dürfte das nicht kaputt gehen, oder? Dann muss das hier, passiert das hier auch, oder? Das ist nicht gut. Diese dicke Leitung macht dann nicht so viel Sinn, oder? Also macht schon Sinn, die Leitung. Aber wir müssten den Transformator dazwischen haben. Wo ist denn der? Da unten. Das würde bedeuten, ich kann den mal hier hinstellen, oder? Dann, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Wieder falsch. Strom brauchen wir. 20 kW, 1000, 2000. Die 2000 schließe ich jetzt da an.
Und das hier muss ich wegmachen. Oh, da muss ich aufpassen. Das ist, glaube ich, hier besser abzubrechen, weil das ist falsch. Und hier sieht es so aus, dass das auch nicht gut ist, was ich da gebastelt habe dann. Weil wenn da was direkt angeschlossen ist, ist das nicht gut, oder? Machen wir da den Strom auch weg. Zerlegen. Und dann brauchen wir noch Strom nochmal und eine Leiterbrücke. Höhere Leistung als eine normale Kabelbrücke müsste ja dann so sein. Geht da aber nicht. Ja, das müssen wir mal gucken hier. Da ist jetzt schwierig. Prio 8 machen wir. Jetzt weiß ich nicht, welche Prio hier der Tür ist. Die sollte nur 5 sein. Aber die anderen Seiten müssen mehr sein. So. Warum ist das hier so? Zu wenig Ressource. Wasser fehlt. Kommen die nicht an die Pumpe ran? Das muss wohl so sein, oder? So, die kommen von hier nach da. Das heißt, wir müssen da mal eine Leiter reinbasteln. Kann da einer von hier doch kommen, oder? Da lang. Da lang. Hier lang. Da runter. Nee, da runter geht gar nicht, oder? Gut, naja, dann machen wir das mal von der anderen Seite hier aus. Da, da. Dann müssten die da runterklettern können. Hier rüber müssten sie können. Da auch und da auch und da auch. Machen wir Prio hoch gerade. Gucken wir uns das an, ob das passt, was wir da gerade gemacht haben. Das Wasser muss da auch noch weg, ne? Das sollten wir mit denen zusammenfügen. Wenn wir das mit denen zusammenfügen wollen, dann brechen wir das mal hier besser ab, oder? Wie kriegen wir das da mit dem Graben hin, dass das Wasser wegkommt? So. Passt das dann, wenn ich das so mache? Müssen wir mal gucken. So, da ist aber einer. Ach so, der kommt da nicht hoch. Und wenn wir das jetzt bauen, dann kommt er da doch hoch. Frankie macht das schon. Er ist natürlich im Wasser und friert das nicht gut. Sollten wir hier vielleicht noch was bauen, damit das Wasser da nicht runter kann? Ich glaube ja, weil das schmutzige Wasser will ich da auch nicht haben. Ne? Hier ist doch bestimmt Filtermaterial, Sand, Sandstein, Kabel, Rohr, Wasser. Hat Lebensmittelvergiftung, siehst du? Das ist nicht so gut. Dann lass uns da so einen Klotz dahin machen und dann ist keine Lebensmittelvergiftung, oder? Da ist nämlich keine. Dann ist das besser, wenn das sauber bleibt. Gut, wie weit sind wir denn hier unten? Da geht's dann lang nach da. Und hier ist irgendwas, ne? Und keiner baut das. Komm, mach mal diese Steinchen da noch weg. Wadibut. Untätig. Verschmutzter Sauerstoff ist da drin. Hier ist unser Nahrung für unsere Viecher. Da auch? Da auch. Wie ist es denn mit dem Tierchen? Sind die jetzt... Nee. Irgendwo passt hier was noch nicht, ne? Was ist denn hier? Hier ist verschmutzter Sauerstoff drin. Da müssen wir... Da fehlt jetzt an Strom. Ach so, weil wir hier gebastelt haben. Warte, da müssen wir ganz schnell die Stromgeschichte erstmal anpacken. Leiterbrücke. Muss jetzt dahin, oder? Ja. Geht aber nicht, komisch. Warte mal, da muss ich die einfache nehmen erstmal. Die geht hier hin, oder? Nee, geht auch nicht dahin. Ach so, wegen dem da wahrscheinlich. Dann machen wir das jetzt so. Und nein, wir wollen das hier, das, das und das. Und das. Tür dauert ewig, bis die auf und zu geht natürlich, ne? So, Prio höher setzen hier mal gerade. Die nicht.
Und ich glaube die, oder? Nee, das war falsch. Die Tür ist es. Ist egal, lass mal so. Obwohl, wenn wir schon da sind, jetzt mal Kabelanschluss gucken. Ah, jetzt hat er da... Nee, gut, dass er nur ausgewählt ist. Kabel mal auf 7. Hier müsste jetzt mal was gebaut werden, ne? Das klappt auch nicht. Glaube ich, oder? Kriegt er das hier hin oder nicht? Mach mal 9, will ich wissen. So, hier wollten wir auch noch was reintun, ne? Was haben wir denn hier, was nirgendwo Platz findet? Magmatit? Magmatit, nehmen wir Magmatit. Haben wir schon offen? Organisch, oder? Ne, organisch Quatsch. Rohmaterial. Magmatit, passt. So, jetzt geht das hier ein bisschen voran, oder? Hier hat einer eine Sauerei gemacht und ich weiß nicht warum. Also ich weiß schon warum, ne? Aber, da kam einer nicht weg, oder was? Ja, das geht, okay. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass das funktioniert. Gut, dann kriegen wir die Wand doch hin. Das war ein Tipp von Mordrak, glaube ich, mit der Diagonalen, dass das funktioniert, ne? Hier müssen wir den schmutzigen Sauerstoff hoch haben, damit wir auf jeden Fall für unsere Tierchen was kriegen. So sollte es funktionieren, oder? Sind die noch am Verhungern? Der gerade nicht. Der aber. Und der auch. Bleib doch mal stehen. Ja, verhungert auch noch. Was ist denn da abzutransportieren? Was geht denn da nicht? Eierschale können wir nicht abtransportieren. Hier hat Mordrak auch irgendwas gesagt mit dem Dinger, ne? Ich weiß aber nicht mehr, wie es geht. Das ist nicht das, was ich suche. Organisch. Eierschalen. Machen wir die da rein. Ja, das mit den Lagern, das muss ich mir nochmal angucken. Der Mordrak hat da auch irgendwas gesagt, was man da machen kann. Da muss ich noch mal dran. Ja. Hier müssen sie mal das alles runter machen und da dann auch. Aber hier wird es natürlich schwierig, ne? Sehe ich gerade, oder? Ach, das Wasser ist schon tiefer, ne? Oder? Ja, oder? Könnte sein. Also ich glaube, das haben sie schon gebuddelt. Da wird gelaufen. Okay, die können da rüber. Und können da pumpen. Ja, jetzt Wasser läuft erst noch. Da kriegen wir das da weg und dann geht das Wasser da noch abzupumpen besser. Und hier müssen wir unbedingt noch eine Pumpe drin haben, oder was? Nee, das wegen Strom hat Mordrak gesagt. Machen wir nicht. Gut. Hier kann man einen Dupe holen. Gucken wir doch erstmal. Hilfspaket Arboreichel. Da gibt es doch den Holzbaum von, ne? Warte mal, den haben wir doch schon einen, oder? Da können wir doch einen zweiten bauen. Oh, das ist doch gar nicht so schlecht, oder? Dann lass uns den mal holen. Also, ne, nochmal. Und dahin. Und holen wir den. Drucken. Und da gibt es auch noch andere Sachen, die wir machen können, ne? Duplikantenfertigkeiten. Wen haben wir denn hier? Kamill. Kamill ist da unten schon fertig. Könnte entweder schwer graben. Ah, das ist, denke ich mal, dann mit schwer graben vielleicht gar nicht verkehrt, weil verbesserte Stärke macht Sinn dazu. Jean kann noch nichts, außer verbesserte Tragfähigkeit. Hier hatten wir gerade den zweiten Dupe dazugenommen. Wo sind die Herzchen? Nur da oben? Komm, erstmal hier verbesserte Tragfähigkeit. Du musst tragen. Der ist da fertig mit der Viehzucht, dann geht es zum Beispiel mit der Zubereitung. Ja komm, machen wir auch noch. Das bleibt aber so. Okay, dann sind wir da erst wieder durch. Ja. Alle sind hier gerade am Buddeln. Achso, das ist hier wegen Sauerstoff. Warte, dann können wir mal gerade ins Overlay gucken. Lüftungsoverlay. Wird denn schon schmutzige Luft gepumpt? Nö, bis jetzt noch nicht. Das ist schlecht, aber das hatte Mordrak ja auch geschrieben, dass ich hier irgendwas falsch mache. Da müssen wir definitiv noch dran. Ah, hier ist jetzt schmutzige Luft, glaube. Da kommt sie. Aber das ist ein bisschen wenig, ne? Muss ein bisschen mehr sein, oder? Ah, wird aber mehr. Also das hat's gebracht hier unten. Das ist schon mal gut.
Okay, was ist jetzt mit unserem Stromanschluss hier unten? Da müssen wir nochmal reingucken. Läuft das jetzt alles? Sieht so aus, ne? Und dieses... Ach, shit, ich muss im Overlay bleiben, Strom. Ne, ich muss hier rein. Das hat anders keinen Sinn. Da kann ich nämlich sehen... Nochmal jetzt. Jetzt kann ich sehen, wie die Belastung ist. 360. Ja. Der und der sind 360. Potenzielle Last 2000 ist möglich. Die Pumpe läuft wohl jetzt. 600 auf der Leitung und 1000 sind möglich. Aktuelle Last 0. Wieso ist die Pumpe Rohr blockiert? Achso, weil nicht gepumpt werden kann. Okay, da ist die andere Pumpe. 600 Watt und hier 860 Watt, das passt ja alles noch, oder? Ah, hier ist zu viel in dem Kreislauf. Das heißt, ich müsste hier eigentlich das auftrennen. Oder das hier auftrennen geht auch, ne? Warte mal, das machen wir dann... zerlegen. Das hier. Und anschließen das hier. Das sollte dann besser funktionieren, oder? Obwohl jetzt da auch... Oh, 2265. Ach so, weil ich die jetzt verbunden habe. Ja, das war jetzt keine gute Idee im Prinzip. Das muss die Prio 9 werden hier. Machen wir schnell das raus, damit die Last da runterkommt. Jetzt geht die Leitung kaputt, wenn ich das jetzt nicht mich beeile. Was hier unten? Das sieht alles gut aus. Das Wasser ist runter. Das haben sie auch leer geräumt. Die Pumpe wird dann länger. Auch gut. Ah, hier ist schon gebaut worden. Weiß ich gar nicht, ob das jetzt noch klappt mit der Pumpe. Hier ist aber nichts passiert. Kann mal einer hier schnell? Ja, kann er, oder? Nee, da wird geforscht. Shit. Kabel zerlegen auf 9. Das muss doch jetzt mal klappen hier, oder? Jetzt braten wir gerade die Leitung durch, wenn da jetzt keiner hingeht. Kann doch nicht sein, oder? Wo ist denn der Puff? Da, der ist auch noch nicht durch das Tor da durch. Wie ist mit denen? Mürrisch. Mürrisch. Und der stirbt noch. Der soll mal hier hingehen, da gibt es doch die frische Luft für ihn. Was für uns jetzt nicht die frische Luft ist. Ja, das sieht doch erstmal alles gut aus eigentlich. Bis auf jetzt, wenn da einer nicht... Ist da jetzt einer gewesen und das gemacht, ne, oder? Strom hier und ist getrennt worden. Und jetzt 489 Watt, das passt. Und na, hier ist immer noch zu viel, 1285. Da muss noch was von der Leitung runter. Hatte ich das Ding schon runter hier, den Brutkasten? Ja. Ja, das ist jetzt nicht so prickelnd. Aber gelb ist es ja auch nicht immer, ne? Weiß ich auch noch nicht, was ich da mache. Warte mal, hier können wir noch was zerlegen. Da wird geduscht, auch schön. 300er Last ist das. Das sind nur 5. Aber hier kriege ich schlecht was angeschlossen gerade. Ich müsste dieses hier oben kappen. Das wäre ja auch machbar, oder? Das können wir doch hier weggraben, oder? Ach, hier müsste man einer die Decke machen. Ja, weiß ich jetzt auch noch nicht, wie wir da vorangehen hier. Hier ist die Last noch sehr hoch. Die Türen.
Lassen wir erstmal so. Müssen wir in der nächsten Folge gucken. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo macht, habt, macht eins, folgt. Ja, schon wieder. falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Schaltet euch die Glocke an, kriegt damit wir das nächste Video hochladen. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Warum ist hier kein Sauerstoff zurzeit? Müssen wir mal gucken.